So, dann bringen wir jetzt mal den Stein in die Kiste. Die Kiste ist vollkommen leer. Also ja, die Meerslots in der Kiste machen sich echt bezahlt. Zumal wir auch schon 4 Kisten vorher gebaut hatten. Ich lege mal die Hälfte der Flints sicherheitshalber hier rein. Den Hammer lasse ich auch hier, da wir ihn ja nur brauchen, wenn wir umziehen wollen. Gold kann auch wieder zurück. Dich pflanzen wir einfach irgendwo. So, das sieht doch schön aus inventartechnisch. Ich will jetzt Holz hacken gehen, beziehungsweise die Holzkohle. Wir hatten hier unten alles verbrannt bei den Spinnen, ne? Ja. Da flitzen wir mal schnell hin. Wenn wir unterwegs Dünger sehen, sollten wir das alles mitnehmen. Ich will immer noch die Farm düngen. Aber die schluckt so viel von dem Zeug. Da ist eins. Vielleicht sollten wir auch eine so eine Schweinehütte hier bei uns bauen. Denn ich habe mir sagen lassen, dass wenn man Schweine irgendwas zu essen gibt, also sogar Samen, dann produzieren sie auch Dünger. Ist zwar nicht ganz so praktisch wie bei den Yaks, aber ist eine schöne extra Einnahmequelle, wenn man das so nennen will. Und wir haben ja eigentlich immer Beeren oder Samen über. Jedenfalls so lange, bis wir unseren Kochtopf haben. Denn ich denke mal, damit kann man dann irgendwelche Rezepte herstellen, die auch Beeren brauchen werden. Mal schauen, was da so bei rauskommt. Also Beeren könnte ich mir vorstellen, vielleicht noch Samen, vielleicht sogar Blütenblätter. Können wir halt ein bisschen experimentieren. So. Also wir haben jetzt 12 Kohle, wir brauchen mindestens 5 für die Nacht und 6 für den Pott. Aber ich denke mal, ich werde diese Folge primär einfach nur die einzelnen Bäume hier anditschen. Und zwischendurch noch ein bisschen Kleinkram aufsammeln. Damit wir halt nicht immer wieder los müssen. Das heißt, es ist jetzt einmal ein wenig monoton, aber da müssen wir halt durch. Außerdem können wir gucken, ob sich hier noch bei den Spinnen irgendwas getan hat. Also ob die jetzt vielleicht auch tagsüber öfters rauskommen oder ähnliches. Oh, und vielleicht gibt es hier auch irgendwo Höhlenbauten. Quatsch, Wolfsbauten. Das wäre schick. Irgendwo müssen die ja herkommen. So, da ist eine Falle von uns und gleich Samen. Und hier waren überall noch Gräber, stimmt. Aber die habe ich schon fast alle ausgegraben. Naja, schaut so aus. Kurz Schaufel in die Hand. Nö, alle leer. Aber warum sind hier Grabstellen ohne Gräber? Hier liegt irgendein Typ, bla bla bla. Das ist die ganz alte Nachricht, ja. Es sagt Milch, Eier, Speck. Nö, okay. Ich will mehr Grabsteine haben, ich will die ganzen Texte lesen können. Aber das finde ich echt eine schöne Neuerung. So eine Kleinigkeit macht echt Spaß. So, eine Spielzeugrakete. Ein Gnomen, den hatten wir in unserem ersten Leben, glaube ich, schon mal gefunden. Ein Gorcher Knoten. Ah, bisher kein Amulett. Was, glaube ich, auch verständlich ist, denn es macht ja was ganz Schickes. Und da werden sie es nicht so hinterherwerfen. Sonst ist hier nichts. Na gut, dann schön weiter Kohle kloppen. Denn der halbe Tag ist schon wieder rum. Und so viel Kohle haben wir noch nicht. Ting, 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 ting. So. Alles mit, auch die ganzen Tannenzapfen, wird alles verforscht. So, das heißt, wir haben gleich die dritte oder vierte Nacht nach dem Patch. Ich glaube, die dritte. Egal. Also dritte oder vierte. Das heißt, langsam müssten die Wölfe doch echt kommen. Wenn wir jetzt ganz von vorne angefangen hätten, wären wir in der dritten Nacht, glaube ich, auch schon so weit, dass wir uns einigermaßen verteidigen könnten. Also ja, wahrscheinlich kann man sich, sobald man eine Axt hat, einigermaßen verteidigen. Aber mir geht es eher darum, dass wenn jemand das Spiel neu anfängt, dass er dann nicht sofort bei den ersten Wölfen stirbt. Also werden sie es nicht ganz so hart gemacht haben. Obwohl, sie haben auch kein Tutorial reingebracht, also fällt es ja ab. Also so absichtlich, dass man recht schnell stirbt, um das halt als Ansporn zu nehmen, das nächste Mal besser zu machen.
Na gut, werden wir sehen müssen. Erstmal unterwegs ein paar Beeren essen. Keine Yaks aus Versehen angreifen. Nicht aus Versehen den Dünger essen. So. Yum, yum, yum. Oh, danke für die Samen. Daraus machen wir auch bald Dünger, wenn wir unser eigenes Schweinchen haben. Noch ein Vorteil von den Schweinen im Lager wäre, dass sie uns verteidigen würden, wenn die Wölfe angreifen. Kohle. 1, 2, 3, 4, 5. Was braucht denn so eine Schweinehütte? Ich guck mal ganz kurz, wo auch immer die war. Ah, da. Ah, die braucht Schweine heute. Das heißt, wir müssten erstmal ein paar Schweine schlachten gehen. Oder von Tentakeln führen und schlachten lassen. Oder von dem großen End. Ja, das können wir doch mal machen. Also, in den nächsten Tagen irgendwann. Jetzt will ich gerne erstmal die hier verforschen. Gibt es vielleicht in einer Maschine mehr Punkte? Nö. Gibt nur eine lustige Animation. Ja, so eine Tesla-Spule wäre auch ganz schick. Aber ist ein wenig zu übertrieben, denke ich. Obwohl, wer weiß, was das Spiel noch auffahren lässt. Das ist hier gerade mal der Mid-Content, nicht mal, wo wir uns befinden. Oh, wir können das Käfernetz bauen. Da hätten wir gerne Seile für. So, den ganzen Krimskram schmeißen wir wieder auf den Boden. So. 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 Seile. Ne, da war Biotonne. Wir brauchen Seile. Seile haben wir dabei. Wir brauchen Spinnenseile. Die ist bei der Biotonne. Rakete wieder wegschmeißen. So, Seide. Und wir haben alles. Wie teuer bist du? 30 Forschungspunkte. Also sie haben erhöht, was man pro Gegenstand beim Verforschen bekommt, und sie haben alle Forschungspreise gesenkt. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber na gut, wir fangen unsere ersten Fireflies. Oder auch nicht. Wo klicke ich da hin? Ah, Catch. So. Schwupp. Fireflies, einmal. Sehr schön. Catch. Fireflies, zweimal. Der Haken ist, wir kriegen die halt nur im Dunkeln. Und wir können nur die sammeln, die in der Nähe des Lagers sind. Ich hoffe einfach mal, dass die schnell fangen. Sehr schön. Ich hoffe mal einfach, dass die in der Nacht respawnen. Sonst hätten wir ein Problem mit der Masse davon. So, düngen. Das untere Feld ist fertig. Das Feld ist fertig. Fehlt nur noch das hier hinten. Na gut, dann schmeißen wir auf die anderen schon mal die Samen rauf. So, nicht essen. Böser Wilson. So. Wieder ein Fleisch. Na gut. Dich verkochen wir auch noch schnell, bevor irgendwelche Wölfe wegen dir kommen. So. Dann gab es noch eine Kürbislampe. Oh, eine Fishing Rod. Das wäre auch noch ganz schick. So, wo war die Kürbislampe? Kürbislampe. Müssen wir zur Engine gehen und braucht 30 Forschungspunkte. Das kriegen wir doch hin. Das werfen wir da mal rein. Ich gucke einfach mal, wie viel ein Gras bringt. Wir sind bei 20. Ein Gras bringt auch 3 Forschungspunkte. Das, damit bin ich echt nicht zufrieden. Ich hoffe mal, daran drehen sie noch. Und einen Pumpkin brauchen wir natürlich auch noch. Pumpkin, Pumpkin. Oh. So. Tada. Eine Pumpkin-Laterne. Können wir die jetzt im Inventar irgendwie? Müssen wir in der Nacht mal gucken. So, die Fireflies behalte ich auch mal im Inventar, um in der Nacht damit rum zu experimentieren. Die Seide kann aber wieder zurück. Jo. Und die Kohle behalten wir. Die Samen können in die Truhe. Und ich höre ein ganz komisches Geräusch. Das ist nicht der Yak, oder?
Hört sich echt komisch an. Also ich hoffe, es ist in der Aufnahme für euch auch laut genug. Irgendwas grölt hier. Nein, nein, nicht du. Du machst andere Geräusche. Was ist das da? Achso, ein Stöckchen. Oh, 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 oh. Na also, hab ich so... Oh, 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 oh. Was macht ihr da? Hey, 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 hey. Weg von meiner Maschine. Au, 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 au. Ja, wo ist mein... Genau, das da. Weg, 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 weg. So. Weg. So, die scheinen mutwillig irgendwas zerstören zu wollen. Und unsere Jacks zu töten. Au. So, einer ist tot. Und den Jack stört das irgendwie gar nicht. Übel. Und sie kommen nicht mal nachts, sondern kommen mitten am helllichten Tag. Okay. Du, geh mal da rein. Ja, das hat mich doch ein wenig verschreckt. Vor allem, weil die doch etwas zäher sind und die anscheinend auch unsere Sachen angreifen. Aber der wollte die Maschine hier kaputt machen, der reingebissen. Wir haben hier irgendwelche, was ist das? Zähne. Na gut. Wir brauchen erstmal Platz. Ich brauche definitiv Schweinewachen. Ich brauche definitiv Schweinewachen. So, wir wollten wegsortieren. Was wollten wir wegsortieren? Ah, genau, das Seil. So, dann wollen wir die wieder mitnehmen. Wir wollen den Rucksack aufheben. So, wir wollen hier Fallen aufstellen. Wir wollen überall Fallen aufstellen. Nur um zu testen, ob sie reinlaufen. Dazu bin ich in meinem panischen Rumgelaufen eben nicht gekommen. Und noch eine Änderung, die der Patch gebracht hat. Die Rüstung schützt nicht mehr zu 100%. Ja, die können durchbeißen. Vorher war es ja so, man hätte theoretisch einfach immer nur die Rüstung wechseln müssen und wäre so unsterblich gewesen. Jetzt beißen die da durch und man kriegt prozentualen Schaden. Was auch schon recht gemein ist. Deswegen kam auch immer wieder diese rote, riesige Anzeige hier. Gut. Durchatmen, Gerugon. Wir düngen das letzte Feld und stellen dann Fallen auf. So. Dafür brauchen wir Stöckchen. Gras haben wir noch genug. So, das heißt, wir sollten vielleicht doch langsam mal eine Mauer hier ziehen, damit die Hunde nur von einer Seite angreifen können. Der Haken ist, und das kann dann alles abbrennen. Bauen wir erstmal Fallen. Oh. Ja, Feuer solltest du auch machen. 1, 2, 3, 4, 5. Weil nachts wird das Ganze noch extremer mit den Wölfen. Also eben gerade konnte ich ja schön panisch hier überall rumlaufen. Nachts haben wir nur einen begrenzten Radius, in dem wir uns bewegen können. Sonst werden wir dunkel hier angegriffen. Na gut, mehr Fallen bauen, weniger reden. 1, 2, so, 3 hier hin, 3 da oben rein. Und ich hoffe mal, dass nicht so viele Vögel in die Fallen tapsen. Denn wir brauchen die Vögel nicht, die Fallen nicht, um Fleisch zu fangen, sondern um Hunde abzuwehren. So. Da noch 3 hin. Vielleicht hier oben noch 3 hin. Und das war's auch schon so mit den Rohstoffen. Wir haben kein Gras mehr. Ah, okay. Aber ich denke mal, die 7 Fallen müssten reichen. Ich laufe dann einfach hier immer so rum, dass die Wölfe hinterher und dann eventuell da reintapsen. Wenn sie denn überhaupt reintapsen können. Das wissen wir ja noch gar nicht. Hundezahn, was man damit wohl anstellen kann. Kann man nicht verbrennen, kann man verforschen. Ich verforsche mal einen testweise. Wir sind bei 2 Punkten. 5 Punkten. Bringen auch nur 3 Punkte. Scheint also nichts Seltenes zu sein. So, Hundezahn, rein da. Samen, rein da. Beeren zwischendurch essen. So. Ja. Und ich sehe keine neuen Fireflies. Aber wir können mal den Kürbis hinstellen. Kürbis. Leuchtet. Wir können Kürbis angreifen. Und dann ist er kaputt. Ja. Schön, dass man die Optionen dazu hat. Das finde ich jetzt ein wenig irritierend. Okay, wir fangen die Fireflies neu ein.
So, brauche jetzt nur 9 Kürbis. Warum sollte man ihn angreifen können? Ah, vielleicht kann man es ja ins Dunkel stellen. Dann könnte man aber theoretisch die ganze Welt erhellen, wenn man genug Fireflies und Kürbisse hat. Und deswegen sind die angreifbar. Aber nicht für uns, damit wir sie kaputt machen können, sondern damit die Monster sie kaputt machen können. Das heißt, wir könnten theoretisch so ein Perimeter aufstellen um unser Lager rum aus den Kürbissen. Und wenn dann irgendwo ein Kürbis kaputt geht, wissen wir von da kaum Angreifer. Und können uns dann dementsprechend orientieren. Das wäre eine Möglichkeit. Aber dafür brauchen wir eine Menge Kürbisse. Wir haben nur 4 Felder und es kommt recht selten das raus, was wir gerne hätten. Achso, das Feld da oben müssen wir noch bestücken mit einem Samen. Nicht essen. Verfressener Wilson, so. Und neuer Tag, neue Folge. Also sehen wir uns gleich wieder.